ist Freitag und ich fahre mit meiner Family und meinem Freund nach Cuxhaven. Und zwar kommt meine Mami da nämlich her und deswegen machen wir da häufiger mal so einen Weekend-Trip hin. Ja, ich habe schon gepackt, das habe ich gestern Nacht noch gemacht, weil ich nämlich heute Morgen eine Frühschicht hatte und gerade aus dem UKE komme. Genau, und ich habe eben gerade noch ganz schnell ein Naked Haul gedreht. Zum Beispiel ist dieses Oberteil auch davon. Sieht jetzt hier nicht so cute aus, aber ich muss sagen, ist echt schön. Und ja, ich werde da direkt gleich Sport machen, deswegen meine Haare sind noch echt, ich sag mal, fettig. Nicht so schön, ich muss sie unbedingt waschen, aber ich dachte, ich kann da noch mal einmal richtig schwitzen und dann lohnt sich das auch richtig. Genau, viel Spaß bei diesem Video. Übrigens muss ich diese wunderschönen Blumen leider hier lassen, logischerweise. Aber ich glaube, am Sonntag sind sie leider dann nicht mehr so schön. Macht mich ein bisschen sad, ich habe die von meinem Freund geschenkt bekommen. Wir stehen jetzt hier an der Fähre und ja, die musst du gleich anlegen und dann können wir rauffahren und dann geht's auch weiter. Genau, und dann, keine Ahnung, essen wir da bestimmt noch irgendwie eine Bockwurst drauf oder so. Irgendwas Kleines. So, wir gehen jetzt zum Sport. Hast du Lust? Mm-mm. Ich auch noch nicht so. Nicht so. Ne, und danach gehen wir noch in den Spa-Bereich und dann schwimmen wir da noch. Und nehmen wir jetzt auch unsere Schwimmsachen direkt mit. Yes, yes. So, wir sind jetzt hier gerade in so einem Ruheraum. Auf jeden Fall schwimmen jetzt noch ein paar Bahnen. Ja, deswegen habe ich auch so einen Badeanzug an, damit da nichts verrutscht. Genau.
So, einmal sorry für diesen Farbkontrast. Irgendwie sieht es echt ein bisschen komisch aus. Naja, auf jeden Fall, wir waren eben gerade schon frühstücken mit meinen Eltern zusammen und mit der Freundin von meinem Bruder. Genau, und ich weiß noch nicht ganz genau, was der Plan heute ist. Meine Mom hat irgendwie so einen Massagetermin. Das heißt, wir müssen so ein bisschen auf sie warten. Und danach, glaube ich, möchte sie Günay so Cuxhaven zeigen, weil er das nicht so kennt hier. Genau, das heißt, es gibt heute so eine kleine, so, weiß ich nicht, ein bisschen spazieren gehen und so. Und irgendwie hat die, also Saskia heißt sie, die Freundin von meinem Bruder. Und Saskia hat irgendwie so ein ganz schönes Café hier entdeckt oder so. Das zeigt sie uns später. Freue ich mich sehr drauf. Genau, also ich werde euch mal so ein bisschen mitnehmen und maybe ein paar schöne Dinge filmen. Genau, und übrigens das Oberteil hier von Zara. Ich finde es richtig cute, muss ich sagen. Ja. Ich weiß nicht, ob ich die Einzige bin, aber meine Lippen sind morgens eigentlich immer so viel praller als so abends, nachmittags oder so. Mein Schatzi hat sich einen Kakao geholt und wir mussten hier so ein bisschen improvisieren, weil hier kein Platz mehr da war. Dann haben wir uns so einen Stuhl geholt. Zum Wohl. Beziehungsweise Kina hat ihn mir geholt. Guckt euch mal die Location an. Mega. Ich kann noch ein bisschen wärmer sein, ne? Mhm. So, Günay ist fleißig sporten, Sport machen. Genau, und ich habe eben gerade ja erst so ein Aperol getrunken und irgendwie ist mir jetzt nicht so nach Laufen. Auf jeden Fall werde ich heute Abend erst Sport machen und ich lege mich jetzt hier hin und keine Ahnung, gucke ein bisschen meine Serie oder irgendwas auf jeden Fall am Handy. Ja, genau. Leute, ich finde diesen Raum hier so wunderschön. So, wir sind hier gerade in so einem Schlosspark spazieren und ich muss sagen, ich bin etwas kalt angezogen. Und dann werden wir uns gleich in einen Café setzen. Wir setzen uns gleich in einen Café, das hat Saskia irgendwie hier gefunden. Gucken, wie das so ist. Und ja, genau, that's the plan. So, ich gehe jetzt nach draußen und gucke mir den Sonnenuntergang an. Günay ist noch am Pool. Ich mache das Ganze alleine. Aber ja, einen schönen Sonnenuntergang kann man auch alleine angucken. Ja.
meiner Mami noch mal kurz auf dem Weg wohin. Genau, die anderen packen gerade noch unsere Sachen zusammen und ja, wir haben eben gerade zusammen gefrühstückt. Und dann wollten wir gleich noch mal eine ganz große Runde in Sarnburg spazieren gehen. Für Feli und auch für uns war das Wetter sehr, sehr schön. Dann fahren wir auch schon nach Hause. Und übrigens, dieses schöne Tuch hier ist vom Primark. Das habe ich mir letztens, als ich dort war, mitgeholt. Es war nicht teuer und ich finde es irgendwie ganz süß. Wir waren eben gerade in Sarnburg nochmal spazieren und jetzt fahren wir zur Fähre und zwar auf dem Weg nach Hause. Genau, eben gerade haben wir noch ein Fischbrötchen gegessen, das war sehr lecker.